Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Rotoren des Mars-Helikopters Ingenuity. Viel Spaß! Mega! Der Flug des NASA-Mars-Helikopter Ingenuity hat funktioniert. Ja, das ist eine nicht zu unterschätzende Leistung. Da ist ein Hubschrauber auf einem anderen Himmelskörper Millionen von Kilometern entfernt von der Erde eigenständig geflogen. Ingenuity war eigentlich nur ein Versuchsträger, also eine reine Demonstrationsmission. Ja, und die Demonstration dieses Konzepts, die ist gerade glorreich geglückt. Ich erzähle dir heute, warum der NASA Mars Helikopter Ingenuity zwei Rotoren hat und warum die sich nicht in die gleiche Richtung drehen. Vor was für Schwierigkeiten das JPL oder die JPL-Ingenieure der NASA gestanden haben und ja, was sie als nächstes vorhaben. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache, freue ich mich natürlich riesig, wenn du den Kanal durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Einen Link dazu findest du unter dem Video. Millionen von Kilometern entfernt, klar, da kann man nicht live steuern, denn Funksignale sind so mehrere Minuten in beide Richtungen unterwegs und das, obwohl sie mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind. Die einzige Möglichkeit für die Mars Rover Percy und seinen Helikopter Ingenuity ist das autonome Ausführen von Programmen und das selbstständige Reagieren auf verändernde Umweltbedingungen. Während man sich das bei einem Rover noch gut vorstellen kann, der kann ja schließlich einfach sehr vorsichtig und langsam operieren, ja, geht das bei einem motorisierten Helikopterflug nicht so einfach. Den ersten Flug auf einem anderen Himmelskörper haben übrigens die Sowjets 1984 mit den beiden Vega-Missionen durchgeführt. Dafür wurden 3,5 Meter große Heliumballons genutzt, die über 40 Stunden in der extremen Venusatmosphäre wertvolle Daten sammeln konnten. Die waren aber eben nicht angetrieben. Wobei das mit dem angetriebenen Flug auch mehr ein PR-Gag ist, denn wenn du meine Videos über den Skycrane gesehen hast, weißt du ja, dass Percy und sein Vorgänger Curiosity von einer raketengetriebenen Landestufe herabgelassen wurden. Und dieser Skycrane ist damit ja technisch gesehen das erste angetriebene Flugobjekt auf dem Mars gewesen. Aber ja, scheiß aufs Erbsenzählen, das ist trotzdem eine grandiose Leistung und wird die weitere Erforschung unseres Sonnensystems nachhaltig prägen. Was auf jeden Fall korrekt ist, es handelt sich um den ersten rotorgetriebenen Flug auf einem anderen Himmelskörper. Und ja, da sind wir bei unserer heutigen Folge, bei dem Thema unserer heutigen Folge. Warum hat Ingenuity zwei Rotoren und nicht wie normale Helikopter einen? Oder ja, wenn schon mehrere, dann vier Stück, wie die meisten handelsüblichen Drohnen. Kleiner Spoiler, wenn du genau hinsiehst, haben Helikopter immer mindestens zwei Rotoren. Ja, denn sonst würden sie sich permanent um sich selber drehen. Aber erstmal zu den Randbedingungen von so einem Flug auf dem Mars. Eigentlich begünstigend für so einen Flug ist die geringe Schwerkraft des Mars. Die ist nämlich gerade mal ein Drittel von der der Erde. Das heißt, wenn du dein Tetrapack mit 1 Liter Wasser auf den Mars mitnimmst, bleibt die Masse mit 1 Kilogramm gleich, aber die Gewichtskraft aus der Gravitation des Marses ist eben nur ein Drittel von der Erde. Das heißt, wenn die Fitnessstudios wieder aufmachen und du dich schämst, weil du so ein Lauch geworden bist über den Winter, ja, musst du einfach auf Mars auswandern und kannst da Instagram-Spiegel-Selfies machen, bei denen du weiterhin 100 Kilo drückst. Ja, die 1000 Gefahren auf dem Weg dahin, naja, lieber tot als uncool. Also Schwerkraft easy auf dem Mars. Aber was das viel größere Problem für Ingenuity war, ist die geringe Atmosphäre, die am Boden am Mars gerade mal 1% der Dichte auf der Erde auf Meereshöhe ausmacht. Ja, ist doch cool, dann haben wir keinen Luftwiderstand. Der erzeugt doch eh nur Verluste. Ja, aber wenn du die Luft benutzen möchtest, um dich von ihr abzudrücken, genau das machen Tragflächen, dann hast du lieber eine höhere Dichte als eine niedrigere. Stell dir vielleicht einfach mal einen Olympiaschwimmer vor. Der ist mit seiner Schwimmtechnik in der Lage, seinen Körper durch ein Fluid zu bewegen. Aber egal wie hart er trainiert, er kann die Schwimmtechnik nicht nutzen, um sich in der Luft fortzubewegen. Und vor dem gleichen Problem stehen Flugzeuge und Helikopter. Wenn die Luft zu dünn wird, erzeugen die Tragflächen und Propeller nicht genügend Auftrieb. Die dünne Marsatmosphäre wäre so, wie wenn ein Helikopter in 30 Kilometern Höhe fliegen würde. Der Rekord für den Flug von einem Helikopter auf der Erde ist übrigens bei 13 Kilometer Höhe. Und ein Propeller ist im Grunde nichts anderes als eine rotierende Tragfläche. Ja, was heißt das? Naja, eine Tragfläche soll ja tragen, im Englischen Lift, erzeugen. Das tut sie, wenn sie durch ein Fluid angeströmt wird. Ein Propeller macht sich diese Anströmung durch die Rotation im Selbst. Ja, und je weniger Luftteilchen vorhanden sind, umso schwerer haben es, unsere Tragflächen oder unser Rotor Auftrieb zu erzeugen. Das Einzige, was ich tun kann, ist entweder die Tragflächen oder den Rotor zu vergrößern oder die Anströmgeschwindigkeit zu erhöhen.
Da man bei so einer Mars-Mission sehr genau auf die Größe achten muss, besonders wenn es nur um die Sekundärmission geht, die Hauptmission ist ja Percy mit all seinen Experimenten, dann hat man sehr schnell eine Grenze erreicht, was den Durchmesser der Rotoren angeht. Und da sind wir dann auch an dem Punkt, warum Ingenuity kein Quadrocopter, also mit vier Rotoren ist. Wenn du im Durchmesser beschränkt bist, aber die maximale Auftriebsleistung unterbringen möchtest, ist es günstiger, einen großen Rotor zu nehmen als vier kleine. Das sind bei Ingenuity übrigens 1,2 Meter im Durchmesser. Übrigens liegt da auch einer der Gründe, warum es sinnvoll ist, lieber wenige große als mehrere kleine Windkraftanlagen zu bauen. Ein weiterer Trick ist es, einen zweiten Rotor in der gleichen Drehachse wie den ersten zu verbauen. Das kostet mich dann nicht mehr Grundfläche, erzeugt aber doppelt so viel Lift. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass kein Helikopter nur einen Rotor hat. Denn selbst bei den Standardhelikoptern, die du so aus Actionfilmen kennst, hat man am Heck auch einen Rotor, den sogenannten Heckrotor. Den Heckrotor brauche ich nicht nur zum Steuern, sondern auch für einen stabilen Flug. Denn was für Raketentriebwerke gilt, gilt auch für Rotoren. Jede Kraft erzeugt auch eine Gegenkraft. Die Drehbewegung der Rotoren erzeugt am Motor in unserem Helikopter ein Drehmoment in die entgegengesetzte Drehrichtung des Rotors. Und da der Helikopter im Flug ja nicht festgehalten wird, würde er sich unkontrolliert um sich selber drehen, wenn wir keine Gegenkraft hätten. Diese Gegenkraft kommt meistens aus einem Heckrotor oder wie bei vielen russischen Helikoptern durch einen zweiten Hauptrotor, der sich entgegen des ersten dreht. Diese Doppelrotoren haben einen weiteren Vorteil, nämlich dass der erste Rotor oben den Luftstrom bündelt und zum zweiten nach unten weiterleitet. So wird die Effizienz des zweiten Rotors gesteigert, was zu noch mehr Lift führt. Und warum sind dann nicht alle Helikopter mit Doppelrotor gebaut? Wenn ich jetzt einen Doppelrotor habe, muss ich diese komplizierte Mechanik zweimal ausführen und diese auch zweimal warten. Das ist auch ein Grund, warum Drohnen so extrem günstig geworden sind. Bei den Quadrocoptern gibt es nämlich keine mechanische Steuerung, sondern allein durch das paarweise Variieren der Drehzahl der Motoren, also das Einstellen der Flugmotorleistung, kann ein Quadrocopter gesteuert werden. Die Propeller und Motoren bleiben dabei aber starr. Nach diesem Prinzip, jedoch mit 8 Rotoren, wird auch der NASA-Helikopter Dragonfly funktionieren. Dragonfly wird 2026 zum Saturnmond Titan aufbrechen und dort dann hoffentlich ab 2034 die Erforschung unseres Sonnensystems wieder auf ein ganz neues Level bringen. Würde dich die Dragonfly-Mission mehr interessieren? Ja, schreib mir doch einfach unter dem Video. Apropos Motoren. Die beiden Flugmotoren müssen die Rotorblätter von Ingenuity auf 2400 Umdrehungen pro Minute bringen, damit sich der kleine 1,8 Kilogramm schwere Mars-Helikopter vom Boden hebt. Maximal können sie 2800 Umdrehungen pro Minute erreichen. Ihr Durchmesser und die Dichte der Marsatmosphäre geben dabei vor, wann die Rotoren die Schallgeschwindigkeit durchbrechen würden. Fun Fact: Die Schallgeschwindigkeit ist auf dem Mars niedriger als auf der Erde. Bei der Schallproblematik geht es aber weniger um den Lärmschutz von Marsianern als darum, dass die Strömung an den Tragflächen nicht mehr so gut zu beherrschen ist und auch die aufzuwendende Leistung zum umgesetzten Auftrieb in keinem Verhältnis mehr steht. Jeder dieser beiden Kohlenstofffaser-Verbundrotoren von Ingenuity wiegt übrigens gerade mal 60 Gramm. Und das, obwohl sie super stabil und extrem steif sind. Was mich auch total an Ingenuity beeindruckt hat, war die Auswahl von Consumer-Elektronik-Komponenten. Wie zum Beispiel die Flugsteuerung mit einem Qualcomm Snapdragon, den man ja sonst aus Handys kennt. Oder Garmin-LiDAR-Sensoren für die Abstandmessung. Auch die Lithium-Ionen-Batterien kommen zum Beispiel von Sony und liefern 35 bis 40 Wattstunden. Auch ein Fun-Fact über Ingenuity ist die Navigation. Da der Mars weder über ein Magnetfeld noch über GPS verfügt, hat Ingenuity einen Sonnentracker an Bord, um anhand der Uhrzeit und der Sonnenposition seine Ausrichtung zu bestimmen. Das ist dann Navigation wie in guten alten Segelschiffzeiten. Das bringt uns zum Ende der heutigen spontanen Folge. Auch ich muss davon segeln. Aber ich hoffe, wir sehen uns spätestens Montag. Ja, SN15 bleibt weiter spannend, aber leider gibt es noch keine besseren Prognosen, wann es losgeht. Was sehr, sehr, sehr wahrscheinlich diese Woche am Donnerstag losgeht, ist Crew Dragon 2, das heißt der Start zur ISS. Entgegen meiner letzten Ankündigung nicht um 20 Uhr deutscher Zeit, sondern um 12.11 Uhr mittags. Ja, Entschuldigung für den Fehler. Ja, das wäre dann genau in meiner Mittagspause und ja, eigentlich könnte ich da ja trotzdem dann streamen. Ja, wenn ihr Lust habt, dann lasst uns das doch einfach machen. Wieder ein fettes Dankeschön an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bleib dran am Thema Raumfahrt. Wenn du weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.